Hallo zusammen und willkommen zurück bei Car Mechanics Simulator 2018 und heute kriegen wir endlich unseren Wheelies Jeep fertig. Dem dürfte nichts im Wege stehen. Da unten müssen wir noch den Anlasser reinmachen. Den müssen wir noch kaufen. Und ich sehe gerade, da vorne fehlt uns doch noch was. Ich habe nur hinten an die Aufhängung geguckt, aber vorne fehlt auch noch was. Die Blattfeder werden wir nicht mehr haben. Und die Befestigungsplatten und die Federbügel brauchen wir auch. Da haben wir auch alles rausgehauen, was wir hatten. Den Bremskraftverstärker, hoffe ich, hat man gekauft, ne? Ich glaube. Jo. Dann kaufen wir mal einen Anlasser Standard. Ja, haben ist besser als brauchen. Die Blattfeder. Kaufen wir mal 5 Stück von. Die Befestigungsplatte, wie sie jetzt heißt, kaufen wir mal. Oh, die kostet ja nichts. 8 Stück. Und davon kaufen wir dann 16. Dann sind wir da erstmal wieder safe. Die kleinen Federbuchsen nicht vergessen. Federbuchsen, Gummilagerbuchsen. Moment. So, jetzt passt es. Und da drüben müssen wir noch hin. Jawohl. Öl muss auch noch drauf. Bremskraftverstärker. Und Kühler. Und Anlasser. Wusste ich doch, irgendwas hatte ich noch vergessen. So, dann schauen wir mal. Keilriemen. Der Lüfter. Kurbelwellenriemenscheibe. Wir haben doch ein bisschen was vergessen am Motor. Und der Gehäusedeckel. Ich habe mich schon gewundert, warum ist denn hier kein... So. Steuerkette. I6B. Den haben wir, gut. Ich hatte es gehofft. Kurbelwellenriemenscheibe V8. Dann sind die anderen Teile. Kurbelwellenriemenscheibe V8. Sind das dann auch V8 Riemen? Ne, das sind die normalen I6B. Gut, das erleichtert die Sache. Keilriemen, da kaufen wir nur die beiden. 1 I6B.
Und dann brauchen wir hier vorne noch einen Lüfter Typ A. Lüfter Typ A. 340 im Vergleich zu den anderen. Und wie sieht es jetzt aus? Kotflügel ist klar, Nummernschilder. Joa. Und er hat auch nicht mehr die Probleme, beziehungsweise diesen Bug wegen den. Sag schon, wo sind sie? Wo sind sie? Wegen, doch, da. Die Kolbenringe hat er nach wie vor das Problem, dass er nicht weiß, was für Kolbenringe er drin hat. Oder dass er heile Kolbenringe drin hat. Dann prüfen wir mal den Druck. Ich weiß zwar nicht, ob das so möglich ist ohne Öl. Das können nur die Profis beantworten. So, gut. Aber Öl können wir schon mal drauf kippen. Mal gucken, ob das da auch so ist. Ein Kanister und noch ein bisschen nachlaufen lassen. Ja, sollte reichen. Ja. Gut. Dann besorgen wir uns die Karosserieteile. Und das Ding heißt Jeep Willys Civilian. Genauso müssen wir das jetzt eingeben. Damit er uns auch ja die richtigen Teile bringt. So. Ich könnte ja eigentlich Civilian schreiben, ne? Dann sollte er die ja auch finden. Das sieht gut aus. Eventuell hätten wir noch ein paar Teile, aber er war ja doch recht nackt. Dann bewegst du dich zum Eingang. Und nein. So rum jetzt. Die Stoßstange. Scheinwerfer. Das. Motorhaube. Windschutzscheibe. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Kotflügel. Den haben wir schon angebaut. Ab und zu sieht man das gar nicht, was man schon angebaut hat. Hier ist ein Spiegel. Ich hätte doch zwei bestimmt, ne? Nein, hatte nur einen. Ich glaube, der Militär, der hat, glaube ich, zwei. Heckklappe, Stoßstange hinten, die hätten wir noch gehabt. Licht und noch ein Licht. Haben wir alles? Ja, nur die Nummernschilder fehlen. Die lasse ich erstmal offen. Da ist das 60 PS Monster. Ja, wert ist die Mühle nix. 24.000. Und dann fahren wir jetzt mal zum Lacken. Originalfarbe ist tatsächlich dieses Braun, was hier noch drauf ist. Wir können ihn ja einmal anlassen. Auf der Teststrecke fahren wir jetzt mit dem nicht. Das haben wir ja schon mit einem anderen gemacht. Aber hier sieht es zumindest schick aus. Und springt sofort an. Ich bin begeistert. So, ab in die Lackierkabine mit dir. Und dann schauen wir mal, was für Muster es auch gibt. Da gibt es bestimmt Tarnmuster, oder? Auch für den Zivilen. So, Rennstreif. Oh, sind aber ein paar. Glitch. Okay, die neuere Version der Tarnung.
Land. Das ist dann mehr so ein Grün. Nochmal Land mit Stern vorne drauf. Sieht man jetzt bei dem Licht nicht so gut. Military. Auch mit Stern vorne drauf. Das ist ein dunklerer Stern. Das sieht man immer nicht so gut. Naja, da fällt genau das Licht drauf. Sand. Und nochmal zweimal Sand. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Wahrscheinlich hier hinten der Stern. Das scrollt aber langsam hier. Und so nochmal. Und kann man, wenn man jetzt die Farben, ja tatsächlich eine Farbe ändert man damit. Ja. Ich würde sagen, es ist der zivile. Bei dem militärischen, da können wir was machen. Die Frage ist, was für eine Farbe nehmen wir? Also Pink mit Sicherheit nicht. Blau haben wir auch schon so viel. Rot sieht bestimmt nicht so gut aus. Außerdem haben wir den auch in Rot schon sehr oft. Und nein, er wird nicht pink. Ich glaube, wir wählen doch erstmal den Originallack. Und aber nicht Metallic. Es ist halt Militär. Also machen wir ganz normal matt. Ich glaube, es sieht teilweise auch am besten aus. Gut. Zurück zur Werkstatt. Und ab dafür. Fahrzeug bewegen. Ja, wir gucken uns einmal in der Halle nochmal an. Da wirkt der ja im Licht auch mal ganz anders. Aber er hat ja den Originallack. Originalfelgen. Originaler geht's quasi nicht mehr. Ja, doch. Hat was. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass er tatsächlich den Auspuff fast in der Mitte hat. Ja. Und jetzt sehen wir ja. Ne, der hat auch tatsächlich nur einen Spiegel. Der Unterschied ist halt nun mal nicht so groß, ne? Außer, dass der dieses Verdeck hat. Und hinten die anderen Rücklichter und eine andere Stoßstange. Aber vorne. Ja, hier hat der noch irgendein ein Loch. Weiß nicht, was das bezwecken soll, dieses Loch. Wo er vielleicht eine Abschleppstange oder so anbringen könnte und dann hier drunten irgendwie verankern. Keine Ahnung. Vielleicht weiß es einer von euch. Dann in die Kommentare damit. Hier haben wir noch Schaufeln, falls wir uns mal festfahren. Aber du hast jetzt deine Schuldigkeit getan. Dich bewegen wir erstmal ins Parkdeck. Und du machst mal ein bisschen Platz hier. Du gehst auf die Hebebühne. Nein, die erste. Man hat sich so an dieses ABC gewöhnt, dass man mit dem Deutschpatch schon durcheinander kommt. Aber die erste ist halt die, die wir ursprünglich hatten, bevor wir alles erweitert haben. So. Wir sind fast Level 36. Ja, guck. Da wollte ich jetzt nicht hin. Nein. Wir wollten mal gucken, was wir noch an Autos haben. Aber es ist nichts Interessantes dabei. Deswegen mache ich hier mal einen kurzen Break. Mal gucken, ob ich uns nochmal einen Auftrag zuschustern kann. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Es kam nichts Gescheites rein, außer dieser RX3. Und ich wusste nicht, dass es jetzt mittlerweile scheinbar auch solche Aufträge in der 2018er Version gibt. Normalerweise gab es sie in der 2015er recht häufig. Wir sollen den Wagen einfach nur im Originallack, sprich dieses Grau, lackieren. Diesen absolut runtergerockten RX-7. Damit man gerade 163.000
Kilometern auf der Uhr. Och, hier, guck, jetzt noch einer. Ja, dann machen wir doch mal eine kleine Lackierrunde, wa? Sehen wir mal, was wir dran verdienen. 1000 kostet uns der Spaß hier. Und wir sehen auch, wie viel XP das bringt. Das macht, ist ja auch mal interessant zu sehen. So, als erstes der RX-7. Hier mal durch die große Tür rein. Guten Tag. So. Originallack ist grau. Stellen wir ein. Originallack. Lackieren für 1000 Öcken. Zurück zur Werkstatt. Gucken wir mal im Lichter an. Und zwar dorthin. So, Tür können wir gleich offen lassen. Für den F-Mill hier. Der noch im besseren Zustand ist als der RX-7. Der ist erlaubter Teilezustand 61% und Zustand Fahrgestell 18. Der andere hatte 15. Vom Fahrgestell. Muss ich gleich nochmal gucken. Hm. Originallack auch so ein dunkles. Grün scheint nicht mehr in zu sein. Der andere war ja eben auch grün. Ab in die Lackierkabine. Naja, er sieht auf jeden Fall besser aus als vorher in dem Grün. Wobei der Rost natürlich, ja. Ne, Karosserie 30%. Aber der will 51% Teile haben, wenn was kaputt ist. Ja, guckt mal, Leute. 1000 Ersatzteilkosten, Arbeitslohn 500. Mhm. Wir arbeiten doch für lau. Aber mal eben 1099 auf die Schnelle. Und jetzt gucken wir mal, was das XP bringt. 110 Punkte und Level Up für eine simple Lackierung. Und dann muss man Motoren auseinanderschrauben, um mal auf 117 oder 120 zu kommen. Nee, nee, nee. So, gucken wir mal eben, was wir aufleveln könnten. Ach, gar nichts. Wir müssen jetzt erst Level 40 werden, damit wir die 2 Punkte verteilen können. Also auf einen von beiden. Fahrten zum Schrottplatz und zu einer Scheune werden um 50% günstiger. Ach, das ist Wumpe. Da sind die 15% Rabatt in Shops wesentlich angenehmer. Gibt es hier noch was Interessantes? Nochmal Originallack. Ja, jetzt ist aber... Ja, kommt. Wir brauchen ja Geld, damit wir unsere Autos tunen können. Aber erstmal machen wir den hier fertig. Mal gucken, ob das die gleiche Kohle gibt. Du warst dieses komische Grau, ne? Ja. Fahrzeug lackieren. Originallock. Lackieren. Zurück zur Werkstatt. Und dann schicken wir dich jetzt gleich so nach Hause. Ja, 1099. Ich weiß nicht, wo er diese 99 Dollar hat. Für mich sind das hier 2000. Und auch 110 Punkte. Müssen die reingepatcht haben. Ich habe das, wie gesagt, ewig nicht gehabt. Was haben wir hier? Sakura Moon. Schön in Pink. Ja, fährt sich schwammig und auch lackieren. Nee, das machen wir nicht. Wir machen jetzt noch den hier. Der soll... Okay, ich habe nichts über Grün gesagt. Scheint doch noch in zu sein. Der hat aber so ein ekliges Grasgrün. Lackieren. Originallock. Zurück zur Werkstatt. Auto bewegen. Ersten Stellplatz. Und da ist er. Ich muss sagen, das Grün passt zu dem schönen Rost farblich. Nein, Scherz. Zu den Innensitzen passt es echt gut. Oh, guck mal, hier kann man sich hinten eigentlich reinsetzen. Nee. Hinten kann man sich leider nicht reinsetzen. Aber auf dem Beifahrersitz, das geht, glaube ich, ne? Ja. Ja. Okay, Leute. Den geben wir jetzt noch ab. Und dann sind wir am Ende für heute. Und ich würde sagen, euch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.